Bald hat das ungeduldige Warten auf den Beginn der US-amerikanischen Bilanzsaison ein Ende, denn heute nach Börsenschluss in den Vereinigten Staaten von Amerika wird traditionell vom Aluminiumriesen Alcoa die Bilanz vorgelegt und damit ist dann der Zahlenreigen eröffnet und vielleicht bekommen wir ja dann heute eine erste Tendenz, ob eher positive Überraschungen zu erwarten sind oder ob Zahlen enttäuschen werden. Vorher ist die Spannung natürlich groß und am Aktienmarkt möchten sich die Investoren noch nicht so richtig aus dem Fenster lehnen. Zumindest haben sie sich speziell in dieser Woche recht zurückgehalten nach dem furiosen Börsenstart in das neue Jahr zum Mittwoch der vergangenen Woche. Heute Nachmittag notiert der DAX bei 7.690 Punkten mit 43 Zählern oder 0,6% im Minus. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Wall Street negativ eröffnet hat. Der Dow Jones Index aktuell ebenfalls mit 0,6% im Minus bei 13.302 Zählern. Telekom-Werte liefen allerdings europaweit gut, nachdem einige Spekulationen und Gerüchte herumgereicht werden, dass sich der Mobilfunkriese Vodafone möglicherweise aus einem Joint Venture in den Vereinigten Staaten von Amerika verabschieden möchte. Das half der Vodafone-Aktie selbst um 2,5% nach oben, aber auch andere Telekom-Werte wurden mitgezogen. Die Deutsche Telekom notiert immerhin auch gegen den allgemeinen Markttrend mit 0,6% jetzt bei 8,83 Euro. Im grünen Bereich. Dann müssen wir über Beiersdorf sprechen. Da gab es nämlich Gutes zu vermelden von den Analysten von Nomura, die hier das Kursziel von 60 auf 72 Euro anhoben und die Aktie weiterhin mit Kaufen empfehlen. Deswegen liegt die Beiersdorf-Aktie an der Spitze der wenigen DAX-Gewinner am heutigen Tag, aktuell mit einem Aufschlag von 2,5% auf 62,37 Euro. Wir müssen aber auch über die Rückversicherer sprechen, denn da gab es einen eher negativ aufgefassten Analystenkommentar der Kollegen von Bank of America, Merrill Lynch, die hier die Einschätzung für die Münchner Rück von neutral auf underweight, auf Untergewichten zurückgestuft haben und deswegen die Münchner Rückaktie mit 1,6% aktuell im Minus, mit 1,5% im Minus auch die Aktie von Hannover Rück, die wurde von buy auf neutral herabgestuft von denselben Analysten von Bank of America, Merrill Lynch. Und die Solarwerte, die ziehen weiter nach oben, speziell die Solarwirt-Aktie, die allein in diesem Jahr seit Beginn dieses Börsenhandels im Jahr 2013 bereits um 60% geklettert ist. Heute ging es nochmal um 6,6% nach oben auf 1,77 Euro. Der Aufwärtstrend ist also hier ungebrochen, ausgelöst durch das milliardenschwere Investment von Warren Buffett in den Solarsektor in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das soll es erst einmal gewesen sein. Wir warten alle auf Alcoa und morgen werden sich diese Zahlen sicherlich dann auch auf den hiesigen Aktienmarkt auswirken.